hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder bei Sprechzeugs eingeschaltet habt. Freut mich total. Ich habe auch heute wieder zwei Impulse für euch. Ich habe mir wieder was Lustiges ausgedacht, ihr Lieben. Und zwar könnten wir mal mit gefüllten Wasserballons arbeiten. Virtuell natürlich. Übrigens großartige Übung auch für ein Online-Meeting. Ja? Also stellt euch vor, ihr habt einen wassergefüllten Ballon in der Hand und den werft ihr jetzt einfach einer virtuellen Person zu. Wenn ihr zu zweit seid, macht das zu zweit. Ja? Und natürlich kommt ihr zurück. Achtung, und jetzt fester standen, jetzt müsst ihr ausgleichen. Heieieiei. Ja, genau. Bloß nicht kaputt gehen lassen, weil sonst sind wir klatschnass. Und ruhig wieder zurück und wieder fangen. Ja, virtuelles Spiel mit gefüllten Wasserballons. Ihr dürft natürlich auch echte benutzen, aber ihr könnt das gerne machen. Ich wollte jetzt nicht klatschnass vor euch stehen. Was habe ich als zweites heute für euch? Tür aufschieben. Stellt euch vor, es gibt eine Schiebetür und ihr kommt gerade so mit den Fingernägeln dazwischen. Und jetzt am besten fester Stand. Denkt euch, dass ihr quasi alle Muskeln anspannen müsst, um diese Tür aufzukriegen. Okay? Mit Kraft. Mit ganz viel Kraft. Und ihr kommt gerade so dazwischen, so ein bisschen. Und ihr schiebt und schiebt und schiebt und schiebt und schiebt und schiebt und schiebt. Ja, noch mehr, noch mehr. Okay, und jetzt, ja. Oh, wow, sind wir stark. Meine Güte, sind wir gut. Haben wir aufgekriegt, ne? Großartig. Sehr gut, ihr Lieben. Macht ihr einfach zwei, dreimal hintereinander. Denkt dran, immer wieder alle Muskeln anspannen und mit Kraft diese Tür aufschieben wollen. Das öffnet auch wieder für die Atmung. Und ihr habt vor allen Dingen durch dieses komplette Konzentrieren auf den wassergefüllten Ball oder diese Tür, die volle vermaledeite, habt ihr einfach den Fokus komplett verlagert. Okay, ihr Lieben, schaltet wieder ein, dann geht's mit Impulsen für die stimmige Pause weiter. Und dann machen wir was ganz Lustiges, Powerposing, und wir gewinnen im Lotto. Bis dann.